ja, ich bin natürlich schon mal in Badehose in den DM gegangen. Ja, hey Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Für dieses Video heute habe ich etwas komplett Neues für euch. Ich denke, das hat noch kein YouTuber von mir gemacht oder vielleicht schon, keine Ahnung, aber ich denke es jetzt einfach mal. Und zwar, wie ihr im Titel schon erkennen könnt, versuche das Gegenteil zu sagen. Das heißt, ich werde jetzt gleich Fragen beantworten und ich muss sie jedes Mal mit dem Gegenteil beantworten. Wenn ich einmal das Richtige sage, habe ich direkt schon verloren. Und das Lustige ist, wenn dann solche Fragen kommen wie, liebst du jemand und ich liebe niemand? Und dann ich ja antworte. Und dann können das Leute so als Aufnahmen machen und es wird auf jeden Fall Lust. Ich werde das Ganze machen, indem ich meine Fans auf Instagram auffordere, mir ein paar Fragen zu stellen. Und ich werde ihnen natürlich nicht verraten, dass ich das mit dem Gegenteil beantworten muss. Dann gucken wir jetzt einfach mal, was sie mir so für Fragen stellen. Und würde ich sagen, legen wir auch schon direkt los mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zusehen. Okay Leute, ich habe jetzt einige Fragen bekommen und jetzt kommt hier natürlich die Anleitung der Challenge. Zuallererst natürlich ist es eine Challenge, wo alle mitmachen können, also auch ihr. Auch natürlich ist es jetzt eine spezifische Frage wirklich nur an mich, aber die ganzen Fragen sind ja an mich. Die Leute wissen ja gar nicht, dass auch ihr damit mitmachen könnt. Also müsst ihr auch mitmachen und diese Fragen dann im Gegenteil beantworten. Am besten laut oder ihr denkt euch einfach die Antworten, ist ja auch... Wobei, ich weiß gar nicht, ob das so leicht ist. Egal, ihr könnt euch auch einfach nur das Video angucken. Gibt ja viele, die auch nur das machen. Ich würde mal sagen, wir fangen jetzt mit der ersten Frage an. Also die Challenge beginnt jetzt. Ich muss die Fragen im Gegenteil beantworten. Wenn ich zum Beispiel ja antworten müsste, müsste ich nein beantworten. Ich habe das jetzt nur nochmal gesagt für alle, die das jetzt nicht so ganz verstanden haben. Die erste Frage. Wie lang ist dein Zeh? Mein Zeh ist sehr lang. Sehr lang. Hast du schon mal getanzt und wurdest dabei aufgenommen und musstest selber drüber lachen? Klar. Bist du schon mal in Hundescheiße getreten? Nein. Hey, hast du schon mal eine Unterhose auf den Kopf getragen und fandest es total lustig? Nein, habe ich nicht. Alter, ich muss sogar überlegen, Leute, what the fuck? Ah, nein, fuck, ich Idiot. Oh mein Gott, nein. Nein, 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 nein. Nein. Leute, natürlich meine ich, ja, ich habe schon mal eine Unterhose auf dem Kopf getragen und fand es lustig. Ist ja das Gegenteil, ich Idiot. Oh, Alter. Okay, 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 okay. Ein Fehler ist schon mal da. Nächste Frage. Hast du schon mal, während du geschlafen hast, gekackt? Ja, habe ich. Was? Würdest du lieber Lachs oder eine Kartoffel küssen? Natürlich lieber eine Kartoffel. Hast du schon mal ein Porno angeschaut? Nein. Hast du schon mal während einem Videodreh gepupst und das rausgeschnitten? Ja, ich habe schon mal während einem Videodreh gepupst. Bist du schon mal nur mit Badehose in DM gegangen und hast die Babywindeln gekauft? Wenn nicht, dann mach mal bitte. Ja, ich bin natürlich schon mal in Badehose in den DM gegangen. Und ja, ich werde es bald machen. Ja. Hast du eine Freundin? Ja, ich habe eine Freundin. Hast du schon mal wen geprankt? Nein, ich habe noch nie jemanden geprankt. Hast du dich schon mal Google als Frau vorgestellt? Welcher Mensch hat sich bitte Google als Frau vorgestellt? Hä? Nein, ja, ich habe mir schon mal Google als Frau vorgestellt. Magst du Bananensaft? Ich liebe Bananensaft. Ich weiß gar nicht, wie man darauf antworten kann. Willst du mal nach New York? New York? Nein, nein, ich will nicht nach New York. Bist du cool? Ja, ich bin cool. Bist du süß? Ja, ich bin süß. Wie geht es dir? Mir geht es scheiße. Was ist dein Lieblingshobby außer YouTube? Ich habe Hobbys. Hast du schon mal jemanden Beinchen gestellt? Ja, fuck. Nein, habe ich noch nie. Jetzt habe ich richtig geantwortet, oder? Okay, cool. Ich würde sagen, das war's jetzt auch schon wieder mit diesem
kleinen, kurzen Video. Ich hoffe, dass es euch da draußen gefallen hat. Wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like da. Wenn nein, dann ein Dislike. Aber schreibt dazu bitte dann auch eine Kritik in die Kommentare, damit ich weiß, was ich das nächste Mal besser machen kann. Und ansonsten, wenn ich sehe, dass das Video vielen Leute gefallen hat, dann werde ich so einen Teil auf jeden Fall nochmal machen. Dann natürlich auch noch ein bisschen ausgeklügelter. Ihr könnt mir gerne noch auf Instagram folgen. Ich heiße dort Niklas Walz. Der Name ist hier nochmal für euch eingeblendet. Und ansonsten war es das auf jeden Fall mit dem Video. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis zum nächsten Video. Ciao.